Ich bin kürzlich mit meiner Frau auf eine Velotour gegangen. Oder besser gesagt, wir waren mit einem Tandem unterwegs gewesen. Das ist schon noch so etwas Cooles. Das Zweite hat man einfach viel mehr Power zum Fahren und kann sich auch noch viel besser miteinander unterhalten. Mindestens ist das dann ein Vorteil, wenn man keinen Krach hat miteinander. Sonst würde man ja lieber zwei Velo nehmen. Aber es tut in einer Beziehung gut, wenn man so im Gleichschritt miteinander trampen kann. Und lustig ist es auch noch mit all diesen Leuten, die man an vorbeifährt. Oh, schau, ein Tandem! Haben wir ganz manchmal gehört. Es gibt beim Tandem eine Sache, wo man sich einigen muss. Wer fährt vorne und wer fährt hinten? Der vorne ist, bestimmt, wo es durchgeht. Und bei unserem Tandem hat es hinten keine Bremse. Also bestimmt auch der vorne, wenn man die Fahrt verlangsamt. Die Person hinten kann nur darauf vertrauen, dass die vordere Person am richtigen Ort durchfährt und zur richtigen Zeit bremst. Das ist nicht immer einfach. Die Frage ist aber, wie einigt man sich jetzt darauf, wer vorne sitzt? Aufgrund der Physik ist diese Frage eigentlich einfach zu beantworten. Die schwerere Person muss vorne sitzen. Wenn die Differenz nicht so gross ist, geht es auch mal umgekehrt. Aber die Regel ist klar, die gewichtigere Person muss vorne sein, sonst kommt es nicht gut. Wenn die schwere Person hinten sitzen würde, kann sie mit Gewichtsverlagerungen so steuern, dass man garantiert im Strassengraben landet. Und das will doch niemand. Und so sage ich ein mit einem Lächeln zu meiner Frau, irgendwo muss mein grösseres Gewicht doch auch von Vorteil sein. Jetzt wisst ihr, warum ich gerne mit dem Tandem unterwegs bin. Ich habe mir überlegt, ob wir das Bild auch für unser Unterwegssein mit Gott brauchen könnten. Das wäre noch ein schönes Bild, mit Gott auf dem Tandem fahren. Wie ist das für dich? Aber auch hier würde gelten, die gewichtigere Person sitzt vorne. Sie bestimmt, wo es durchgeht, sie bremset. Und hinten drauf heisst es, Vertrauen haben, dass der vorne es schon richtig macht. So betrachtet ist für mich klar, dass ich auf dem Tandem hinten Platz nehme und Gott die Führung von meinem Leben übergebe. Habe einen guten und einen erlebnisreichen Tag.